Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. So, ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, in der letzten Folge habe ich diese tolle Karre hier gefunden. Ich habe hier extra gespeichert, weil ich die unbedingt irgendwie nach Hause bringen will. Und ja, im schlimmsten Fall müssen wir ein bisschen fahren, aber das sollten wir ja doch irgendwie hinkriegen, oder? Die Frage ist nur, wo stelle ich sie jetzt ab? Ich kann ja mal gucken, die Garage in Wynwood, die kostet, glaube ich, zu viel. Warte mal, jetzt mache ich mal hier einfach mal das Haus von Michael als Marker. Was ich euch auch gesagt habe, was ich jetzt wirklich dann demnächst angehen will, ist diese Heist-Mission. Wo wir da endlich mal wieder ein bisschen Action sehen. Und wo ihr euch einen ablachen könnt, wie ich hier mal nicht versage oder so ähnlich. Im Hintergrund laufen, glaube ich, immer noch meine Aktiengeschäfte. Die habe ich irgendwie letztens wieder aufgegriffen, als ich ein bisschen Gewinn gemacht habe, habe ich gesagt, gleich wieder investieren, bam, bam, bam. Und ja, muss ich nachher mal nochmal ganz kurz schauen, aber ich meine, dass ich sogar leicht ins Minus gerutscht bin wieder. Also, dass die Aktien seit meinem Kauf wieder ein bisschen an Wert verloren haben, ist aber nicht weiter schlimm. Mittlerweile habe ich ja eine Methode, wie man es eben ruckzuck zusammenkriegt und die werde ich dann demnächst wieder anwenden. Allerdings offscreen, ich will euch das nicht noch öfter zumuten, das ist scheiße. So. Jetzt spackt gerade mein Controller wieder ein bisschen, aber nicht im Sinne von, dass es immer noch nicht funktioniert, sondern ich habe jetzt das Kabel, weil es eben einen Wackler hat oder so, habe ich ja um meinen Controller rumgewickelt und irgendwie ist es an einer Stelle nicht fest genug und jetzt, ja, legt sich das ständig über meinen rechten Joystick, den ich ja eigentlich brauche, um die Kamera zu drehen. Nicht so geil. Muss ich gleich nochmal schauen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich war es nicht, ehrlich. Die Karre war schon so. So, jetzt gehe ich mal da rein. Ich speichere dann gleich nochmal da drin. Genau, ich lebe immer noch. Also, falls es wen interessiert, ich glaube nicht wirklich dran. Michael, du bist sehr optimistisch. Aber man weiß es nicht. Vielleicht juckt es ja doch irgendwen. Ha, niemand. So, Jimmy ist wieder am Zocken, ist ganz klar. So gehört sich das, guter Junge. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Das gibt's doch nicht. Hört man eigentlich die System-Sounds im Hintergrund? Das ist auch übelst peinlich, oder? So, ich gucke jetzt aber trotzdem nochmal ganz kurz auf die Aktien und dann entscheide ich danach, ob ich jetzt schnell speichern soll oder halt das Schlafen. Wir riskieren es, ich schlafe jetzt. Also, minus 1,22%. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt, wahrscheinlich minus 100 oder so. Aber ist mir jetzt egal. Selbst wenn es jetzt runtergeht, also ich werde jetzt nicht nochmal extra neu irgendwie und so, ne? Weil, wie gesagt, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das mache ich dann irgendwann mal wieder, wenn ich mehr Zeit habe und offscreen bin. Klar, ich will noch ein bisschen Kohle ranschaffen, aber Fakt ist auch, GTA geht nicht mehr ewig. Ich würde möglichst gerne, ja komm, ist weiter runter, scheiß drauf. Ich würde natürlich gerne möglichst noch alle Immobilien kaufen und das ganze Zeug. Aber irgendwann sollte ich mir dann doch mal Gedanken machen, die Zeit, wenn es ums Geld verdienen geht in diesem Spiel, doch eher in den Multiplayer-Modus zu stecken. Und wer die letzten Tage so ein bisschen im Stream dabei war, der hat vielleicht mitbekommen, so langsam könnte tatsächlich die Realität raus werden, weil ich jetzt doch nochmal ein, zwei Leute habe, die anscheinend dann mitspielen würden. Und je mehr es sind, desto mehr Spaß macht es natürlich auch. Weil alleine, gut, okay, das kann man auch mal machen. Allein so ein bisschen mit den Randys und so. Vielleicht die ein bisschen trollen, keine Ahnung, wie ich das dann aufziehen will. Aber wenn du natürlich wen dabei hast, den du kennst, mit dem du zusammenspielst, wo man dann auch so ein bisschen Teamwork und so an den Tag legen kann, das ist schon geil. So, jetzt gucken wir mal kurz. Da ich natürlich jetzt schon die Folge angefangen habe, den Heist werden wir heute nicht mehr anfangen. Das ist schon mal sicher. Würde bedeuten, ich switch jetzt mal ganz kurz auf Trevor. Weil der hat da noch sowas mit diesem, ich hieß auch noch gleich, der OP, der irgendwie total besessen ist und voll der Stalker. Nigel, glaube ich, ne? Mit seiner komischen Mitstalkerin. What? Hä? Alles klar. Das ist natürlich sehr sexy. Wenn sich so ein Typ mit ranzigem Hemd und Unterhose über dich beugt und irgendwas davon redet, von wegen einölen und so. Ich glaube, das Thema hat sich dann erledigt. Trevor forever alone. Aber das ist ihm egal. Der bumst einmal, dann lass das eh wieder gehen.
So, warte mal, was haben wir denn hier? Das ist auch so eine Immobilie gerade. Gucke ich mir jetzt mal ganz kurz an, aber das ist, glaube ich, nur so ein... Ach, nee. Ist das eine Garage oder was ist das? Nur Frank... Ach, das ist so ein Hanfshop oder was? Jesus, what a freak. Warum denn? Was hast du denn gegen mein Outfit? Gut. Fahr aber zu Nigel. Okay, das kann also wirklich nur Trevor sei schon, Franklin kaufen. Gut, er ist natürlich schon aufgrund seiner, soll jetzt nicht rassistisch klingen oder so, aber aufgrund seiner Herkunft natürlich prädestiniert, einen Hanfladen zu kaufen. Oder Marihuana oder so. Wobei man ja ehrlich fairerweise auch sagen muss, Trevor ist eigentlich der viel größere Junkie. Der pumpt sich deutlich mehr und deutlich härteres Zeug rein. Ich glaube, der ist echt so eher der Meth-Typ. Das sieht man auch an seinem, liebreizenden Aussehen. Das hinterlässt dann irgendwann doch so ein bisschen Spuren. Warte mal, wie viel Geld habe ich denn im Sack? Im Sack. $16, meine Freunde. Mit $16 kann man sich so viel kaufen wie mit, keine Ahnung, $15. Naja, nicht ganz. Ein bisschen mehr ist es schon. Da wäre wieder, oh warte mal, da können wir ja Geld abgreifen. Das gucke ich mir jetzt mal an. Oh mein Gott, das ist ein Drink. Oh, wow, wow, wow. Okay, scheiß auf Nigel. Der ist gerade erst losgefahren. Warte mal. Pass mal auf hier, ich habe den geilen Killerhelm. So, und jetzt klopft man dich raus, du Pisser. Oh mein Gott, er fährt weg. Oder warte mal. Ich krieg's nicht auf die Reihe, Mann. Komm schon! Ja, 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 ja! Der Wagen ist auf, da ist das Geld. Wie viel? 5000 irgendwas, scheiß drauf. So, und jetzt nehmen wir unsere geile Karre und hauen ab. 2 Sterne, das ist ja ein Witz. Da kriegst du ja mehr, wenn du den Polizisten anfurzt. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Oh ja. Erstmal speichern, okay, cool. Ich hab die Cops noch am Hals, aber Hauptsache er speichert mal. Na, das war natürlich jetzt hier Maßarbeit. War geplant, also hundertprozentig sogar. Naja. Nicht wirklich. Alles schönreden. War geplant. Oh mein Gott, das kann man nicht mehr schönreden. Und damit meine ich Travers Unterhose. Habt ihr das gerade gesehen, wie der abgespackt ist? Mega geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah! Hörst du auf? Hui! Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Idiot. Voll in die Sackgasse reingefahren. Ach, scheiße! Gut, die Cops sind zu blöd, das zu checken. Nett. Ach, das ist mein Stripclub. Lass die Puppen tanzen, die Glocken läuten und die Euter melken. Was? Ja, so oder so ähnlich geht's da drin zu, glaub mir. Also, da sind ganz viele Kühe mit dicken Eutern. Im Ernst jetzt! Wenn ich diese blöden Stunts machen will, dann gehe ich doch auf diesen... Alter, ist das dein fucking Ernst, Alter? Das ist nicht dein Ernst. Nein! Ich hatte die falsche... Oh. So ein Wichser, ey, ohne Scheiß. Den hole ich mir, ist mir scheißegal. Da vorne ist er noch. Verpisst euch, Cops, ich brauche euch nicht. Selbstjustiz, ja? Verpiss dich! Stirb einfach, du Bastard! Tot oder was? Keiner. Das ist dein fucking Ernst! Nein, 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 nein! Ich schwör's euch, es lag an der Unterhose. Hat ein bisschen geklemmt. Och, Menno. Wie viel habe ich jetzt verloren von den $5000? Alle, oder was? Nee, 200. Okay, das geht ja gerade noch so. Naja, immerhin haben wir jetzt wieder das altbekannte Outfit. Die Waffen sind netterweise auch noch da. Toll, aber mein geiles Moped ist weg, ja. Oh, man muss sich auch diesen Granatenwerfer noch drin haben. Das war mal richtig scheiße.
Sonst hätte ich ja gleich abdrücken können, dann wäre der Typ tot gewesen, aber nein. Oh, geile Karre, die hole ich mir jetzt. Die passt zu Trevor, die ist einfach nur richtig scheiße und hässlich. Nicht, dass Trevor hässlich wäre oder scheiße. Nein, 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 nein. Das ist, ach, keine Ahnung, Mann. So, wir fahren jetzt zu Nigel. Also den Typen, der mich angefahren hat, den hätte ich so gern getötet. Aber hätte ich jetzt den Granatwerfer abgedrückt, dann wäre ich auch verreckt. Stand ja nun mal direkt vor der Karre. So, Nigel, wo bist du? Und was hast du wieder vor? Meistens irgendwelche abgefuckte, kranke Scheiße. Was tust du da? Verrückter alter Sack. Ja. Jock! Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh, dear, oh, dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor. I'm really not one for goodbyes. Ich erinnere mich, wir haben diesen Schauspieler entführt. Ich glaube, Alan hieß er, oder Al. Den haben wir scheinbar jetzt hier gelagert im... Oh mein Gott. Auf die Bahngleise, echt jetzt? Na gut. Wir müssen ihn loswerden. Wir haben gemerkt, dass er irgendwie doch eher schlecht als recht ist. Also im Sinne von, der macht zu viel Ärger. Hi. Yeah, hello. Ich bin Jock. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Okay, please, no. I have money on me. Lots of money. Good to know, Al. I'll be sure to grab that after we're done. Oh, shit. Shit, shit. Please, let me go. I thought you were a big, tough action movie guy. Was? Oder halte das Auto an und steig aus, um ihn freizulassen. Warte, ich bin Trevor. Ich kann nicht. Wäre ich jetzt Michael oder Frankie, dann... Ah, see, you can act. Don't listen to all those movie critics. Are those crazy old Brits with you? Just me and you, honey bun. Did you have fun with those two? They're harmless, aren't they? They are not harmless. Fucked up parlor game. The things that woman maybe do to her feet. Ah, you lucky boy. Older women are to be cherished. Like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. What do you want? Drugs? What about art? I got shitloads of art. I've got no idea what it was that. Fuck! You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Ja, das ist nicht nett. Also wirklich nicht. Na, er stellt den Trevor so als Kunstbanausen dar, als hätte er keinen Plan. Und als würde ihn das nicht interessieren, weil er nun mal aussieht, als wäre er nicht ganz der Hässe. Other than a cheeseburger, a cold beer and you shutting the hell up, I'm all good. Whatever they pay you, I'll double it. They're not paying me anything. Then why are you doing this? Well, one, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. And three, most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. I won't tell a soul, I promise. We both know you'll go straight to the police. I won't. I fucking swear it. I could give you $10,000 right now. Ja gut, wenn du die natürlich jetzt schon hast, dann kann ich dich ja jetzt töten und dann hole ich mir das Geld. Ganz einfach eigentlich, oder? Here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. Don't do this. Okay. Ich werde es nicht tun. Und wisst ihr, warum ich es nicht tue? Weil es der Zug macht. Wie ein Actionheld. Ja.
ob der Reifen teuer war. Jock, we've been worried sick. I regret to report the sad passing of Mr. L. Donopoli. Train accident. Very sudden. I loved that man. We will remember him always. The way he was on TV. Before we met him. Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. Genau. Wir haben ihn nie gekannt, nie gesehen. Also von daher, alles gut. So, wo ist diese blöde Karre jetzt? Die wird sich doch nicht komplett in Luft aufgelöst haben. Warte mal, da ist die Stoßstange. Das Ding ist ein Stück weit geflogen. Das Ding wird ja wohl nicht... Warte mal, wo ist die Kutsche? Hat denn der Zug die hin? Da, oder? Ja. Ob das Geld noch da ist? Oder hat er schon was bekommen? Ja, da muss er tatsächlich nochmal was bekommen haben. Ich glaube, dass ich vorher weniger Geld in der Tasche hatte. Na gut, wir haben natürlich wieder alles getan, um der Gerechtigkeit irgendwie nachzukommen. Es ist nicht grausam, wenn es sich gegen grausame Menschen richtet. Von daher, alles gut. Ich weiß zwar nicht mehr genau, warum wir ihn getötet haben. Ach ja, weil wir ihn nicht mehr halten konnten und wegen hier Zeuge und so. Richtig. Ich meine, er hat natürlich behauptet, er würde nie zur Polizei gehen. Aber ich glaube, er tut's doch. Oder hätte es getan. Jetzt tut das jedenfalls nicht mehr. Jetzt gucke ich mal nochmal ganz kurz auf die Karte. Wer war denn Mary Ann nochmal? Kann man das essen? Man weiß es nicht. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, lass mal's gut sein für heute. In der nächsten Folge geht's dann ab. Dann wird hier Story gemacht. Mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe in einer Folge. Die Hieß-Missionen sind ja teilweise doch ein bisschen länger. Werden wir sehen. In diesem Sinne, danke, dass ihr wieder dabei wart. Freut mich immer sehr, wenn die Zahlen ja, widerspiegeln, dass halt noch Interesse besteht. Bei GTA ist das auf jeden Fall so. Hat mit die besten, naja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Einschaltquoten. Und ich finde es geil, weil ich spiele es halt immer noch sehr gerne. Und ja, eines Tages kommt dann Multiplayer und. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, Freunde. Egal ob GTA oder was anderes oder auch mal auf Twitch. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und tschüss. Ach so, Daumen hoch, wenn es geil war, wenn nicht trotzdem.